Vers 5. In Klammer, dieser Vers beschreibt den Außenbereich Gokulas. Gokula ist von einer mystischen quadratischen Region namens Shvetadvipa umgeben, die sich in alle vier Himmelsrichtungen erstreckt. Shvetadvipa ist in vier Gebiete unterteilt. Jedes dieser Gebiete ist eine Himmelsrichtung und einer von vier Gottheiten zugeordnet: Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna und Aniruddha. Die vier Gebiete sind von den vier menschlichen Bedürfnissen eingehüllt: Frömmigkeit, Reichtum, Leidenschaft und Befreiung, sowie von den vier Veden, nämlich Rig, Sama, Yajur und Antarva, die aus Mantras bestehen und die Grundlage zum Erreichen der vier Arten weltlicher Bedürfnisse bilden. 10 Dreizacke sind in den 10 Himmelsrichtungen aufgestellt, einschließlich Scheitelpunkt und Fußpunkt. Die 8 Himmelsrichtungen sind mit 8 Edelsteinen geschmückt: Mahapadma, Padma, Shankar, Makara, Kachapa, Mukunda, Kunda und Nila. Es gibt 10 Schutzherren, Dikpalas, die die 10 Richtungen in Form von Mantras bewachen. Gefährten des Herrn, die blau, gelb, rot und weiß aussehen, sowie außerordentliche Kräfte, die Namen wie Vimala tragen, erstrahlen auf allen Seiten. Erläuterung: Gokula ist vornehmlich der Sitz transzendentaler Liebe und Hingabe. Folglich sind die Yamuna, Sri Govardhan, Sri Radhakund und so weiter des irdischen Vraja Mandala in Gokula gelegen. Allerdings ist dort auch alle Pracht und Herrlichkeit Vaikunthas manifestiert und erstreckt sich in alle Richtungen. Die vier Emanationen des Herrn, die mit dem Spiel der schöpferischen Manifestation betraut sind, residieren dort, jeder in seinem eigenen Reich. Paravyoma, das heißt Vaikuntha, verdankt seine Ausdehnung der Entfaltungskraft dieser vier Gottheiten. Die Erlösung, bei der man nach Vaikuntha erhoben wird, sowie die weltlichen Ziele Frömmigkeit, Reichtum und Leidenschaft haben in Gokula in ihrer ursprünglichen Samenform einen ihnen zugeteilten Ort. Auch die Veden sind dort gegenwärtig und singen das Lied des Herrn von Gokula. In den 10 Himmelsrichtungen stehen 10 Dreizacke, um diejenigen abzuwehren und zu enttäuschen, die sich ohne Krishnas Gnade erlangt zu haben, durch Meditation in Goloka Eintritt verschaffen wollen. Selbstgefällige Menschen, die diese Region auf dem Pfad des Yoga, in Klammer der Meditation, und des Jnana, des empirischen Wissens, zu erreichen versuchen, scheitern bei ihren Bemühungen, weil sie von den 10 Dreizacken durchbohrt werden. Selbstauslöschung, Nirvana, findet im Brahman, Brahma-Dharma, statt und bildet die äußere Umhüllung Golokas in der Form von Dreizacken. Shula bedeutet Dreizack und die drei materiellen Eigenschaften sowie die dreifache Unterteilung der Zeit repräsentieren diesen Dreizack. Fußnote 6: Die drei materiellen Eigenschaften: Tugend, Sattva-Guna, Leidenschaft, Rajaguna und Unwissenheit, Tamaguna. Fußnote 7: Die dreifache Unterteilung der Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Shula bedeutet Dreizack und die drei materiellen Eigenschaften sowie die dreifache Unterteilung der Zeit repräsentieren diesen Dreizack. Ashtanga-Yogis, Asketen, die sich im achtstufigen Yoga üben, streben nach der undifferenzierten Befreiung im unpersönlichen Brahman.
Doch wenn sie versuchen, sich Goloka zu nähern, stürzen sie kopfüber in die Abgründe der Enttäuschung, da sie von diesen in 10 Richtungen stehenden Dreizacken durchbohrt und entzweigeschnitten werden. Jene, die sich Goloka auf dem Weg der mit Vorstellungen von majestätischer Pracht vermischten Hingabe nähern, lassen sich beim Anblick der 8 Vollkommenheiten, Anima und so weiter, und prachtvolle Objekte wie dem Mahapadma vom Zauber Vaikunthas, der äußeren Umhüllung Sri Golokas, betören. Diejenigen, deren Intelligenz weniger entwickelt ist, fallen wieder in die siebenfache Welt zurück, wo sie in die Gewalt der 10 Schutzherren der 10 Richtungen geraten, die dort in Form von Mantras Wache halten. Fußnote 8. Die siebenfache Welt. Die 7 unteren Planetensysteme. Unser Universum wird nach den Puranas in 14 Planeten und Sternensysteme unterteilt. 7 untere und 7 obere. Die Erde befindet sich in der Mitte. Man kann statt Planetensysteme auch Lokas sagen, also Existenzebenen. Auf diese Weise bleibt Goloka unerkennbar und unzugänglich. Es sind nur die transzendentalen Formen Gottes, die Verkünder der göttlichen Botschaft für die verschiedenen Zeitalter, die dort immer bereit sind, den sich nähernden Geweihten, die auf dem Weg reiner hingebungsvoller Liebe Einlass in das Reich Golokas ersuchen, ihre Gunst zu gewähren. Diese transzendentalen Formen Gottes sind von Dienern umgeben, die ihrem jeweiligen Wesen entsprechen. Ihre Residenz ist Shvetadvipa in Goloka. Deshalb erwähnt Srila Thakur Vrindavana die Inkarnation Vyasas für die Chaitanya-Lila in seiner Beschreibung, dass Navadvipa ebenfalls als Shvetadvipa bezeichnet wird. In diesem Shvetadvipa finden die abschließenden Teile der Spiele von Gokula ewiglich als die Spiele von Navadvipa statt. Folglich sind die Regionen Navadvipa und Vraja sowie das Reich Goloka ein und dieselbe unteilbare Entität. Der Unterschied liegt nur in der dort zum Ausdruck kommenden unendlichen Vielfalt von Gefühlen, die der facettenreichen Natur ihrer hingebungsvollen Liebe entsprechen. Hinter all diesem steht ein tief verborgenes Prinzip, das nur die größten Seelen, die auf der höchsten Stufe transzendentaler Liebe stehen, durch die direkte Gnade Krishnas erkennen können. Die Wahrheit ist diese. In unserer materiellen Welt gibt es 14 Sphären, die stufenweise von oben nach unten angeordnet sind. Fußnote 9. 14 Sphären. Die 14 Sternen und Planetensysteme unseres Universums. Menschen, die mit Frau und Kindern leben und nach den freudenspendenden Früchten ihrer Werke trachten, bewegen sich innerhalb der Grenzen der 3 Welten Bhu, Bhuva und Sva auf und abwärts. Sich in strenger Entsagung übende Brahmacharis und Asketen sowie Gelehrte, die sich mit hypothetischen Wahrheiten befassen, also all diejenigen, die eine neutrale Haltung einnehmen und keine fruchtbringenden Werke verrichten, mit dem Bestreben, von allen weltlichen Wünschen frei zu werden, bewegen sich innerhalb der Grenzen der Welten Maha, Jhana, Tapa und Satya auf und abwärts. Fußnote 10. Brahmacharis, im Zölibat lebende Mönche. Über diesen Welten liegt das Reich des vierköpfigen Brahma, worüber sich das grenzenlose Vaikuntha-Reich Vishnus befindet, der als Kshirodagashai auf dem Milchozean ruht. Paramahamsa Sannyasis und die von Sri Hari getöteten Dämonen
gehen, nachdem sie die Viraja überquert und somit die 14 Welten hinter sich gelassen haben, in das leuchtende Reich des Brahman ein und erlangen so Nirvana, die vorübergehende Auslöschung ihres zeitweiligen Egos. Aber der von Wissen angetriebene Gottgeweihte, Jnana Bhakta, der von einer hingebungsvollen Neigung angeregte Gottgeweihte, Shuddha Bhakta, der mit liebevoller Hingabe durchdrungene Gottgeweihte, Prema Bhakta, der von reiner Liebe erfüllte Gottgeweihte, Prema Para Bhakta, und der von überwältigender Liebe beseelte Gottgeweihte, Prema Tura Bhakta, die alle dem majestätischen Aspekt Gottes dienen, gelangen nach Vaikuntha in das transzendentale Reich Sri Narayanas. Allein jene Geweihten, die von nichts anderem als Liebe erfüllt sind und dem Beispiel der spirituellen Milchmägde von Vraja folgen, gelangen nach Goloka. Die verschiedenen Aufenthaltsorte der Geweihten in Goloka, die sich nach den jeweiligen Unterschieden in der Natur ihres Rasa, ihres reifen Geschmacks richten, werden durch Krishnas unbegreifliche Energie arrangiert. Shuddha Bhaktas, die den Geweihten von Vraja folgen, und solche, die den reinen Gottgeweihten von Navadvipa folgen, kommen jeweils in die Reiche von Krishna und Gaura. Jene, die sowohl für Vraja als auch für Navadvipa eine Vorliebe haben, erfahren die Freuden des Dienstes gleichzeitig im Reich Krishnas und im Reich Gauras. Sri Jiva Goswami schreibt in seinem Werk Gopala Champu: Das höchste transzendentale Reich wird Goloka genannt, denn es ist das Reich von Go, transzendentalen Kühen, und Gopa, transzendentalen Kuhhirten. Es ist der Ort der Rasaspiele des absoluten Sri Krishna. Dieses Reich wird auch Shvetadvipa genannt, denn es kommen dort einige jener Rasas zur Entfaltung, die unbegreifliche, aus der unberührten Reinheit dieses höchsten Reiches entstandene Manifestationen sind. Die unbegreifliche, aus der unberührten Reinheit dieses höchsten Reiches entstandene Manifestationen sind. Beide, sowohl das höchste Goloka als auch das höchste Shvetadvipa, sind unteilbar das Reich Goloka. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Goloka ewig als Shvetadvipa manifestiert ist, weil Krishna die Freuden des Rasa-Genusses in seinen Spielen in Vraja nicht in vollem Umfang kosten kann. Krishna nimmt die Gefühlswelt und Ausstrahlung seiner prädominierten Hälfte Sri Radhika an und schafft dort eine ewige Lila, in deren Mittelpunkt der Genuss von Krishna Rasa steht, um die folgenden Freuden zu erfahren und zu kosten. Erstens, das Wesen und Ausmaß von Sri Radhas Liebe. Zweitens, die Natur der wunderbaren Süße seiner Liebe, an der Sri Radhika Geschmack findet. Und drittens, die Natur der exquisiten Freude, die Sri Radha empfindet, wenn sie die Süße seiner Liebe kostet. Aus diesem Grund erschien Sri Krishna Chandra aus dem Leib Sri Sachidevis ähnlich wie der Mond aus dem Ozean emporzusteigen scheint. Hier wird das vertrauliche Anliegen Sri Jiva Goswami Prabhus deutlich. Auch in den Veden heißt es: Ich werde euch ein Geheimnis enthüllen. In Navadvip am Ganges, in jenem Reich, das mit Goloka identisch ist, enthüllt Gaura Chandra in dieser irdischen Welt den Pfad reiner, unverfälschter Hingabe. Er ist Govinda,
Er ist die Verkörperung reinen Bewusstseins in einer zweiarmigen Gestalt. Er ist die Seele aller Seelen, die größte Persönlichkeit, der große meditative Sannyasi, und er steht über den drei materiellen Erscheinungsweisen. Er ist der eine und einzige Gott. Er ist der Ursprung aller Formen, die höchste Seele und der höchste Herr, der mit gelber, roter, blauer und weißer Hautfarbe erscheint. Er ist die direkte Verkörperung reinen Bewusstseins, erfüllt von spiritueller Chit-Kraft. Er ist die Verkörperung des idealen Gottgeweihten. Er ist es, der Hingabe gewährt und allein durch Hingabe erkannt wird. Der gleiche Gaurachandra, der niemand anders ist als Krishna selbst, offenbart sich, um den Rasa der Spiele Radha Krishnas in Goloka zu kosten. Im ewigen Reich Navadvip, das mit Goloka identisch ist. All diese Wahrheiten gehen auch deutlich aus vedischen Erklärungen wie Asan Varnas Traya, Krishna Varnam Tvisha Krishnam, Yada Pashya Pashyate Rukma Varnam Mahan Prabhur Vai und vielen anderen Aussagen der theistischen Schriften hervor. So wie Sri Krishna mit Hilfe von Yoga Maya, der Urenergie des höchsten Herrn, im irdischen Gokula geboren wurde, so manifestiert er mit ihrer Hilfe auf der irdischen Ebene die Lila seiner Geburt im Leib Sachi Devis in Navadvip. Dies sind die absoluten Wahrheiten spiritueller Wissenschaft und nicht die Ergebnisse fantasievoller Spekulationen im Bann der illusionierenden Energie Gottes.